Es kam sehr schnell zum Zuge und wurde dann auch ein Renner, das 9-Euro-Ticket. Der Nachfolger aber, das 49-Euro-Ticket, lässt auf sich warten. Die Fahrt mit der neuen Karte soll nun erst im kommenden Frühjahr möglich sein, statt wie ursprünglich angedacht zu Beginn des Jahres. In diesem Punkt haben und konnten sich die Verkehrsministerin und Minister von Bund und Ländern gestern einigen. Strittig sind die Finanzierungsfragen. Die Länder erwarten vom Bund, dass eventuell entstehende Mehrkosten zu gleichen Teilen aufgesplittet werden. Es soll eine Flatrate werden, das neue Deutschland-Ticket. Für 49 Euro pro Monat, bundesweit. Die Erwartungen an das Ticket sind groß und die Freude, dass es einen Tarif für das ganze Land geben soll, auch. Also ich finde es auf jeden Fall sinnvoll und würde es auch nutzen, wenn es das geben würde. Ich hätte tatsächlich erwartet, dass es vielleicht ein bisschen niedriger noch angesetzt ist vom Preis her. Das 9-Euro-Ticket war ja sehr erfolgreich. Ich denke, es ist ein ganz guter Kompromiss. Also natürlich wäre es wünschenswert, es noch günstiger zu machen, aber man muss auch irgendwie ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Von daher denke ich, sind 50 Euro okay. Guido Stilling ist einer der Menschen, die den Plan nun umsetzen müssen. Er ist Geschäftsführer des öffentlichen Nahverkehrs bei den Stadtwerken in Krefeld. 3 Milliarden sollen deutschlandweit für das Ticket zur Verfügung gestellt werden. Die eine Hälfte zahlt der Bund, die andere die Länder. Doch für Guido Stilling und die anderen ÖPNV-Anbieter ist klar, es braucht mehr Geld. Sonst habe ich eben den Effekt, dass ich mit einem günstigen Ticket an der Haltestelle sitze, aber es kommt kein Bus mehr oder nur noch alle 2 Stunden. Und das ist sicherlich für einen Pendler völlig unattraktiv. Denn wie teuer das Ticket für die Nahverkehrsunternehmen wirklich wird, kann bisher niemand voraussehen. Menschen, die bisher ein Ticket im Abo nutzen, werden weniger zahlen müssen. Das lässt sich berechnen. Doch das 49-Euro-Ticket wird monatlich kündbar sein und muss nicht wie Abo-Tickets für ein ganzes Jahr abgeschlossen werden. Wie viele Menschen werden sich jeden Monat erneut dafür entscheiden? Die Nahverkehrsunternehmen können also schlechter planen. Und gleichzeitig steigen durch die Energiekrise die Kosten. Wir müssen ins Angebot investieren, wir müssen an Zuverlässigkeit investieren, das wollen wir auch tun, aber dafür muss Geld im System sein. Und wenn man ein Ticket einführt, ein günstiges Ticket und sich um die anderen Belange nicht kümmert, dann laufen wir in ein Desaster und das wäre eben eine Reduktion von Fahrplanleistungen. Das 49-Euro-Ticket könnte also den öffentlichen Nahverkehr sogar verschlechtern. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern besprachen bei einer Sondersitzung die offenen Fragen. Die Finanzierung des Tickets wurde nicht abschließend geklärt, so die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz. Aber die Länder sind bereit, auch hier ihren Beitrag zu leisten, auch hier die Hälfte der Mehrkosten zu tragen. Aber der Bund muss hier genauso seine Hausaufgaben machen. Das ist die deutliche Erwartung. Bundesverkehrsminister Wissing wollte sich nach der Konferenz nicht äußern. Entschieden ist erstmal nur, starten soll das Deutschland-Ticket am 1. April.